Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hören und Fühlen. Die meisten Anfragen betreffen unter anderem auch das große Themenfeld der Raumakustik und das zu Recht, denn man muss schon sagen, die Lautsprecher sind natürlich in einer Messumgebung entwickelt worden und in der Regel in Idealumständen in den jeweiligen Räumlichkeiten. Die haben wir nun mal nicht alle. Menschen, die zum Beispiel einen gegebenen Raum haben, müssen mit diesem Raum leben. Teilweise wird er auch mehrfach genutzt, wie zum Beispiel bei uns auch. Mein großer Hörraum ist auch unser Wohnzimmer. Ich habe einen kleinen separat einrichten können. Da konnte ich natürlich Bereiche wie die Raumakustik noch berücksichtigen. Aber auch hier sind natürlich irgendwo Grenzen gesetzt, denn klar ist, dass natürlich die Maße, also die Flächenmaße, aber insbesondere auch die Raummaße natürlich in der Regel gegeben sind und schwer, zu korrigieren sind. Tatsache ist, dass der Bereich der Akustik einen enormen Einfluss auf das Klanggeschehen hat. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen, beziehungsweise dann auch wahrnehmen, welche Möglichkeiten, welche Verbesserungsmöglichkeiten, welche Optimierungsmöglichkeiten da tatsächlich noch möglich sind. Man kann das ganz einfach machen. Nehmen Sie mal Ihren privaten PKW, machen Sie die Musik schön laut, regeln Sie vielleicht noch Höhen und Tiefen mal etwas stärker rein als sonst und fahren Sie dann einfach alle vier Fenster runter. Sie werden sofort merken, wie der Klang sich entsprechend öffnet, wie es in der Regel besser wird. Was einfach daran liegt, dass das Raumvolumen in einem so kleinen Fahrzeug, in der Regel kleinen Fahrzeug, überhaupt nicht dazu geradezu in der Lage ist, überhaupt entsprechende Frequenzen abzubilden. Da wird getrickst, da wird gearbeitet, was aber akustisch alles völlig in Ordnung ist. In den Räumen, die wir zu Hause haben, stellt sich das ein bisschen problematischer dar. Der schlimmste Raum eigentlich wäre tatsächlich ein quadratischer Raum. Nicht bedämpft, relativ hell, vielleicht noch eine hohe Decke. Da kann man im Grunde genommen, wenn man Pech hat, gar nicht vernünftig Musik hören. Und dann stellt sich das Problem, kann ich darauf überhaupt Einfluss nehmen? Die meisten Räume sind aber Gott sei Dank nicht so in der Art. Man kann natürlich auch, wenn man rechteckige Räume hat oder auch vielleicht mal offene Räume zu einer Seite, was ja heute in der Architektur modern ist, kann man schon ein bisschen mitarbeiten. So, was kann man aber tun? Und da ist die Frage natürlich, ich habe so mehrere Möglichkeiten. A, muss ich schauen, passen die Lautsprecher überhaupt in den Raum? Ich habe in den letzten 20 Jahren, fast 30 Jahren, in denen ich in dieser Branche auch tätig bin, so viele Räume erlebt mit Lautsprechern, die da de facto nicht reinpassen. Also lieber ein zu kleiner Lautsprecher in einem großen Raum, als ein viel zu großer in einem kleinen Raum. Das ist tatsächlich so, weil der so schnell im Grunde genommen den Raum anregt, der große, dass da an ernsthaftes Musikhören gar nicht mehr zu denken ist. Natürlich spielt die Lautstärke hier eine Rolle und die Hörgewohnheiten, müssen wir nicht drüber reden. Das Spannende ist allerdings, wie kann ich denn dagegen vorgehen? Welche Möglichkeiten habe ich? Und da kann man erstmal so ein paar Sachen differenzieren. Das eine ist, ich kann Schall absorbieren. Ich kann ihn also quasi schlucken oder ich kann ihn reflektieren. Das ist in der Regel nicht unbedingt das Beste. Reflektiere ich ihn aber diffus, zum Beispiel wie ein Bücherregal mit unterschiedlichen Größen in den Bücherschränken selbst eingestellt, dann kann ich hiermit arbeiten. So, das heißt, ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ein Vorhang schluckt in der Regel Schall. Eine Wand, zum Beispiel eine Bücherwand, ein CD- oder LP-Schrank, ist quasi ein Diffuser und reflektiert in so gebrochener Art und Weise, dass der Klang in der Regel auch positiv beeinflusst werden kann. Deswegen hören sich Stereoanlagen in großen Räumen mit vielen Bücherregalen eigentlich ganz gut an. Erstaunlicherweise ist es aber so, dass ein Bücherregal mit schön gerade gestellten Buchrücken tatsächlich einen anderen Klang produziert als ein Bücherregal, wo die in unterschiedlicher Tiefe in das Regal eingeschoben sind. Also dieses Diffuse, dieses unterschiedliche Reflektieren ist einer der Wege. Der meisten Vorteile verbundene Weg ist aber eigentlich der des Absorbierens des Schalls. Und das ist natürlich auch eine Sache, die unter Umständen sehr viel sinnvoller ist. Man hat ja ein Problem in den Raum. Man hat einmal ein Problem, dass man gegebenenfalls eine Basserhöhung hat. Das passiert einem sehr schnell zum Beispiel im Bereich der Ecken. Wir alle kennen das Clipshorn, wir kennen Lautsprechersysteme, die Rückwand brauchen, die zum Beispiel auch eine Ecke brauchen, um tatsächlich die entsprechenden tieferen Frequenzen abbilden zu können. Nur, wenn der Lautsprecher das eigentlich nicht will, aber der Raum es trotzdem hinzufügt, habe ich ein Problem. Gleichzeitig kann es sein, dass zu große Räume schlichtweg den Bass auf
brauchen. Das heißt zum Beispiel kleinere Lautsprecher, Regallautsprecher in zu großen Räumen. Das kann sehr schnell dünn werden. Also wir haben noch ein Problem auch mit Defiziten. Auf der anderen Seite haben wir gerade im Hochtonbereich in großer Architektur, in heller Architektur mit viel Glas, mit viel Steinböden oder hohen glatten Decken und Wänden haben wir unendliche Reflexionen, wir haben Hall, wir haben Nachhall, wir haben Echos, wir haben Flatterechos, wir haben alles, was das Herz begehrt. Die Frage ist nun, wie kann man dagegen vorgehen? Und die Frage ist natürlich auch, wie sieht denn das aus? Machen wir uns nichts vor, wenn man halbwegs vernünftig in einem Raum leben will und dann anfängt, irgendwelche komischen Diffuser an die Wand zu nageln oder irgendwelche absorbierenden Flächen, dann kann das schon mal ein bisschen eigenartig aussehen. Man kann natürlich sagen, die Zimmerpflanze, Diffuser funktioniert schon ganz gut, aber nicht wirklich so unbedingt. Bücherregal, naja gut, ich meine jetzt überall Bücherregale hinzustellen, wo ich keine Reflexion mehr haben will, kann unter Umständen auch ein bisschen eigenartig aussehen. Und der Standpunkt der Lautsprecher damit zu variieren, hängt natürlich ein bisschen auch von der Einrichtung selbst ab. Ich kann ja nicht schließlich sämtliche Sofas oder Tische oder sonst irgendwas verschieben, nur damit die Lautsprecher gut stehen. Also wir müssen immer Kompromisse finden. Da gibt es ein paar Tricks gegenüber längere Wände, nehmen nicht die kurzen, dass man Schlauch hat, um halt eben die entsprechenden Frequenzen noch zu verstärken, zum Beispiel durch die Trichterwirkung. Das Absorbieren macht also Sinn. Und da muss man schon sagen, gibt es verschiedene Möglichkeiten auf dem Markt. Und eine möchte ich Ihnen heute vorstellen. Das ist die von Musik und Möbelbau Reinhardt aus Süddeutschland, die tatsächlich einen Absorber entwickelt haben und den auch komplett selbst herstellen, was einen enormen Vorteil darstellt. Ich möchte Ihnen jetzt mal einfach vorstellen, das ist jetzt hier ein typisches Absorberelement, 50x50, Tiefe ungefähr 5 cm. Wir haben hier einen Absorberstoff pur in einer schwarzen, normalen Ausführung. Die Oberflächen sind auch vom Design her diffus, um den Begriff nochmal aufzugreifen, können aber auch entsprechend eingeordnet werden und entsprechend auch durch zum Beispiel Mehrfachbelegung übereinander, nebeneinander sehr schön angebracht werden. Ich habe in meinem Blog unter www.hörenundfühlen.de mehrere Fotos mal gemacht, wie ich das mal getestet habe, um es auch in verschiedenen Einrichtungsstilen mal vorzuzeigen. Der Vorteil hier ist erst einmal, ich kann mit einer einfachen beigelegten Schablone mit grundsätzlich kleinen zwei Nägelchen kann ich so ein Ding an der Wand befestigen. Und zwar genau da, wo ich es brauche. Und das kann man ja im Grunde noch ein bisschen spielen, indem man guckt, wo ist die Reflexion, wo möchte ich keine direkte oder beziehungsweise indirekte Schallerhöhung haben. Gerade im Hochtonbereich, wenn man jetzt mal den Hochtöner nimmt, hat man in der Regel die erste Reflexion von den Decken, von den Böden und dann von den Seitenwänden. Boden kann man relativ einfach handhaben, schönen flauschigen Teppich davor legen. Decke wird schon ein bisschen schwieriger, aber an den Wänden hat man Zonen, die gegebenenfalls dazu führen, dass ich unterschiedlichen direkten und indirekten Schall habe, der dann zu einer Hochtonüberhöhung führen kann. Das kann sogar ein bisschen ins Nervige gehen. Der Vorteil bei diesem System ist, dass es das in verschiedenen Versionen gibt. Ich habe jetzt mal hier eine zweite Version mitgebracht. Da ist ein Dämmmaterial, beides Profi-Dämmmaterialien. Das ist Basotec-Stoff. Hier haben wir den Pur-Stoff. Und auch hier sehen wir, dass wir im Grunde genommen so eine unterschiedliche Oberfläche haben. Das liegt daran, dass die Systeme so ausgelegt sind, dass die Oberfläche hier gelasert wird. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass wir eine HDF, also eine hochdichte Holzfaserplatte haben und die kann variiert werden. Und jetzt kommt etwas, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Wenn man das mal sieht, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine helle Ausführung, eine dunkle Ausführung und das ist für mich schon relativ wichtig. Ich habe ja immer schon gesagt, dass es meiner Meinung nach Sinn macht, auch mit der Familie im Wohnzimmer zu hören. Nicht jeder hat einen Hörraum für seine Anlage. Ich mag es auch eigentlich nicht. Ich habe einen Hörraum im Keller und ich habe die große Anlage im Wohnzimmer. Und dennoch denke ich, dass gerade das gemeinsame Hören auch mit der Familie etwas für mich persönlich auch sehr Wichtiges darstellt für das Kulturgut Musik. Und es ist nun relativ einfach möglich, diese obere Fläche hier, die man auch sehen kann, zum Beispiel auch auszuwählen. Das heißt, ich kann jetzt dem
Hersteller sagen, hör mal, ich möchte jetzt zum Beispiel einen blauen Stoff haben oder einen goldenen Stoff, weil der zu meinen Sofas passt, pack den bitte da drauf. Ja? Das heißt, im Grunde genommen, die Absorptionsfläche wäre gleich und es würde hier ein Stoff in die eingelegt werden. Und das finde ich wirklich smart, insbesondere weil man dann natürlich auch ganz bewusst durch diese Auswahl des Stoffs natürlich auch designmäßig auf das Gesamtaussehen Einfluss nehmen kann. Ob man nun einen, zwei übereinander, nebeneinander oder auch ein Vierer- oder Sechser-Paket aus diesen Bereichen macht, um halt eben wirklich den Schall dort zu absorbieren, wo er nicht benötigt wird, wo ich sage, hier Schluss, ich möchte dich nicht zwei- oder dreimal hören, lieber Hochtonbereich. Und diese Möglichkeit, also das habe ich jetzt auch festgestellt, macht es sehr, sehr viel einfacher auch, im Grunde genommen einen Raum akustisch in den Griff zu kriegen. Diese Elemente kann man natürlich auch im Bürobereich einsetzen. Auch da ist es sehr einfach möglich. Ich habe das bei uns auch getestet. Und das ist eigentlich auch sehr angenehm, insbesondere in Besprechungszimmern oder in Büros, wo auch sehr viel telefoniert wird. Und auch da ist es so, dass diese Möglichkeit, auf den Stoff Einfluss zu nehmen, meiner Meinung nach wirklich fantastisch ist. Das kann man nur, wenn man es selbst herstellt, wie Musik- und Möbelbau Reinhardt. Und was auch noch sehr spannend ist, selbst wenn das gewünscht würde, könnte man auch die Oberfläche, die Holzoberfläche, entsprechend zum Beispiel mit Logos der Firma oder sowas lasern. Und diese HDF-Oberfläche ist wirklich sehr, sehr schön anzufassen. Sie sieht sehr wertig aus. Und die Basotec-Stoffe haben auch den Vorteil, was jetzt bei der Stoffeinlage nicht so von Bedeutung ist, die werden nicht so schnell gelb wie die klassischen, einfachen Stoffe. Genau genommen werden sie eigentlich gar nicht gelb, wie der Hersteller verspricht. Was aber dann, wenn ein Stoff überlegt, sowieso egal ist. Eine einfache Version, die kostet 79 Euro pro Element, die kostet 109 Euro. Das sind Bereiche, die für mich für den Gegenwert wirklich fantastisch sind, weil die Möglichkeit, das wirklich zu variieren, damit zu spielen, damit auch sehr einfach mal zu experimentieren, wo kann ich etwas tun, wo kann ich denn den Schall entsprechend so absorbieren, dass ich keine zusätzlichen Reflexionen habe, dass ich keine Raummonen habe, dass ich keine Anregungen habe, dass ich vielleicht die Ecken entschärfe mit ein paar anderen Elementen, vielleicht in Kombination, um das Zimmer nicht komplett mit den entsprechenden Akustikelementen zuzuballern. Aber gerade bei Lautsprechern, die im Grunde genommen in mittelgroßen Räumen sehr spärlich bedämpft arbeiten müssen, ist immer eine enorme Klangverbesserung möglich mit den Elementen. Das ist unstreitig. Ob ich das also wirklich visuell dann wieder mag, das ist schon eine andere Frage, aber dadurch, dass ich die Möglichkeiten habe, hier in verschiedene grafische Versionen einzugehen oder auch vom Design her, habe ich natürlich die Möglichkeit, viel mehr darauf Einfluss zu nehmen. Und Einfluss heißt hier auch so eine gewisse, ein gewisses Entgegenkommen an die Einrichtung, an das Gesamtbild des Raumes. Und das ist ein Kompromiss und irgendwie ist jeder Hörraum natürlich auch ein Kompromiss. Übrigens bin ich nicht der Meinung, dass sehr stark bedämpfte Räume wirklich die akustisch besseren sind. Das mag im ersten Augenblick gut sein. Sobald es einen gewissen Punkt überschreitet, mag das auch akustisch für die Lautsprecherwiedergabe, für die Musikwiedergabe über die individuellen Lautsprecher gut sein. Mich nervt das aber ein bisschen. Ich finde sogar, dass große Räume mit entsprechenden Lautsprechersystemen ausgestattet, auch wenn die so einen leichten Hall haben, das ist jetzt nicht etwas, was mich jetzt wirklich nachteilig betrifft oder beeindruckt, aber da muss die Anlage bzw. auch die Lautsprecher darauf abgestimmt sein. Und die Lautsprecheraufstellung wird natürlich umso leichter, wenn ich in der Lage bin, deren im Grunde genommen durch die Aufstellung leider zwingend erforderlichen Maßnahmen in dem Schall reflektieren oder wenn ich mit Diffuse arbeite, dass ich dem Lautsprecher quasi helfe, weil ich ihm nicht immer die Idealaufstellungsmöglichkeit geben kann. Das ist natürlich eine Aufwertung jedes Lautsprechers. Und ich habe jetzt mit verschiedenen Systemen, also mit kleinen Zweiweg-Lautsprechern oder auch mit großen Lautsprechern im großen Hörraum und im kleinen experimentiert. Und tatsächlich ist es so, dass man sehr schnell rausfindet, wo unerwünschte Reflexionen wirklich relativ einfach absorbiert werden können. Und was auch wichtig war, dass das Klangbild
auch dazu führte, dass man teilweise merkte, dass die Lautsprecher nicht ideal standen. Also im Grunde genommen haben die Platten die Defizite des Raums etwas deutlicher gemacht. Und man konnte danach zum Beispiel die Lautsprecher vielleicht sogar wieder idealer stellen, um mit dem Direktschall besser zu leben. Das heißt, das eigentliche primäre Klangideal, was der Lautsprecher zu leisten imstande ist, dann tatsächlich auch wieder komplett wiederzugeben. Das heißt, ich habe nicht nur die Probleme des Raumes in den Begriff bekommen, sondern ich habe auch dem Lautsprecher einen viel besseren Arbeitsplatz, eine Arbeitsumgebung geschaffen. Und das ist das berühmte Sechs-Punkte-Spiel, nicht? Weil das auf dem einen die akustischen Mängel beseitigt werden und dadurch dann irgendwann, wenn ich es schaffe, damit ein bisschen zu experimentieren, auf der anderen Seite tatsächlich eine optimale Raumlösung für den Lautsprecher erzeugen kann. Und genau das ist ein so hoher Anteil, es ist immer so schwierig, es ist prozentual oder wie auch immer, aber ich würde schon sagen, dass Ihren Lautsprecher mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel besser empfinden werden und sehr viel besser finden werden auf dem akustischen her, mit entsprechenden Maßnahmen im Raum, um das ein bisschen in den Griff zu kriegen. Man kann es übertreiben, man kann zum Beispiel Raumecken komplett mit entsprechenden Absorberplatten, also im Grunde tot, schalltot machen. Aber das sind Sachen, die dann wieder für diese Hörräume interessant sind, nicht fürs Wohnzimmer oder in Räumen, wo man auch allgemein lebt. Aber genau dazwischen ist die Kompromissfähigkeit. Und man kann natürlich auch bei Musik und Möbel auch Reinhardt entsprechend besondere Anfertigungen haben, man kann andere Maße haben, aber dieses 50x50er Maß ist wirklich ideal. Also ich muss schon sagen, nebeneinander, übereinander gehangen, im Rechteck, mit quadratischen Mustern, vielleicht mit verschiedenen Farben, wie ich sie jetzt auch mal im Web eingestellt habe, damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können. Das fand ich schon sehr angenehm und damit könnte ich gut leben und damit konnte meine Familie auch gut leben. Und nochmal, das ist immer ein Kompromiss. Jeder Lautsprecher ist ein Kompromiss, jeder Raum ist ein Kompromiss und man kann sich einfach nicht, oder zumindest ich kann es nicht und wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch nicht, einen Raum bauen, der akustisch genau dafür gemacht ist, um die Anlage wiederzugeben. Also die es können, herzlichen Glückwunsch, finde ich ganz toll. Aber ich glaube, 99,9% der Menschen können das nicht. Und genau da setzen diese Elemente an, diese Akustikelemente. Und ich finde, durch die Flexibilität, durch den günstigen Preis, durch die Möglichkeiten auf das Design individuell Einfluss zu nehmen, indem ich meine Vorstellungen zum einen wiedergeben kann, aber auch zum Beispiel wieder aufnehmen kann. Wenn man zum Beispiel ein Sofamuster oder ein Sitzpolster oder Teppichmuster von der Farbe her dann mit an die Wand im gleichen oder im Kontrastbereich bringen will, dann macht das optisch wirklich auch sehr viel her und das macht es für alle Beteiligten im Wohnumfeld sicherlich leichter, damit umzugehen. Also mein Fazit, verschwenden Sie nicht sehr viel Möglichkeiten, den Klang zu verbessern mit bestehenden Anlagenkomponenten, mit den bestehenden Lautsprechern, indem sie dem Raum im Grunde genommen die Probleme entziehen und damit plus dem Lautsprecher die Möglichkeit geben, in einem idealeren Umfeld seiner akustischen Arbeit nachzugehen. Und Musik und Möbel Reinhardt hat hier meiner Meinung nach schon ein System kreiert, das sowohl preislich als auch vom Design her als auch von der Möglichkeit, damit relativ einfach umzugehen, das wiegt gerade mal 950 Gramm, das ist so flexibel, das ist so einfach handzuhaben, dass man damit wirklich relativ schnell umgehen kann. Und die unterliegen keinem Verschleiß. Und wenn man mehr braucht, man sollte es testen, kann man es auch nach und nach etwas erweitern. Der klangliche Fortschritt wird in jedem Fall hörbar sein. Und für das, was das kostet, gibt es in der Regel nicht einmal den nächsthöheren Lautsprecher und den könnten Sie vielleicht klanglich sogar übertrumpfen, wenn Sie den Raum akustisch in den Griff kriegen. Ja, das war es heute schon wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Tipps geben. Wie gesagt, die Raumakustik ist sehr wichtig. Halten Sie sie im Auge und haben Sie weiterhin auch viel Spaß bei der Musik, denn Sie wissen ja immer, dass man kann Musik hören und fühlen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.